Hallo Leute und herzlich willkommen. Ja, Sascha mal wieder hier am Start, ja, und ihr, genau, hört mich mal wieder seit ziemlich, ziemlich langer Zeit. Schon mal vorweg, das ist ein COD Black Ops 2 Gameplay, ja. Suchen und zerstören Map Plaza, 4 gegen 4 Liga. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ja, gegen die wir gespielt haben, ich habe auf jeden Fall alleine gespielt, ja, mit meinem neuen Clan-Account, könnt ihr gerne adden. Gefeiter Grill an der Stelle mal. Und ich wollte eigentlich schon rausgehen, weil ich gesehen habe, ja, wir spielen hier gegen Dynamic, ja, halt alle mit Clan-Account und so weiter, ne? Und da hat man ja im ersten Moment schon mal Respekt. Ja, dann geht auch einer von uns nach der zweiten Runde, glaube ich, raus. Hier, sehr, sehr schöner Double von mir auf jeden Fall. Genau, dann geht noch ein Teammate von uns nach der zweiten Runde, glaube ich, raus. Und wir spielen einfach nur noch zu dritt gegen vier Leute. Und das waren, glaube ich, alle Meister. Die waren alle Meister-Division, meine ich. Und ja, die hatten auf jeden Fall schon einen ziemlich guten Rang. Ja, und dafür, dass sie halt auch im Team waren und so weiter. Und ich glaube, bei uns waren alle nur Platin oder Gold Division. Das Spiel ist auch nicht, tut jetzt auch nicht so viel zur Sache. Auf jeden Fall, ja, genau. Ich wollte mich auf jeden Fall mal wieder melden. Genau, nach sehr, sehr langer Zeit. Ich habe gerade mal auf meinem Kanal geguckt. Und zwar ist es ja wirklich 3 Monate schon wieder her, ja, dass ich mal wirklich aktiv was gemacht habe mit meinem Kanal. Und hier sehr, sehr schöner Dropshot. Eher schön Scuff-Controller, weißt du, aber nichts. Dropshot ist einfach immer noch beste. Und genau, es ist schon wieder 3 Monate her. Ach ja, man sieht ja die Killcam nicht. Na egal. Es ist 3 Monate her, dass ich mal wieder aktiv was gemacht habe. Das war damals mit der Transit-Folge mit Waschlappen zusammen. Und ja, dann habe ich mal Borderlands ein bisschen gemacht, ein Video, habe da irgendwas angekündigt, was ich dann nicht gemacht habe und so weiter, ja. Also, ich hatte auch in den letzten 3 Monaten ziemlich viel Stress. In diesen 3 Monaten hat sich auch sehr, sehr viel getan bei mir, ja. Ich bin jetzt 18 geworden letzte Woche. Genau, ich habe eine Lehrstelle bekommen. Ja, da habe ich mich ziemlich viel drum gekümmert. Ich bin wirklich monatelang, Tag von Tag, zu einer anderen Firma gewandert, Einstellungstest, Vorstellungsgespräch und so weiter. Ja, und bei meiner Traumfirma hat es dann geklappt, ja, wo ich von Anfang an hin wollte, dass sie mir eine Lehrstelle gegeben haben. Genau, und ja, dann natürlich noch ziemlich viel für einen Clan gemacht, viele CWs gespielt und so weiter. Dann natürlich noch viel in der Schule, auch aktiv gewesen. Und natürlich noch mache ich nebenbei noch Motorrad und Autoführerschein, ja, beides auf einmal. Und ja, das ist nicht immer ganz so leicht. Ja, dann bleibt eigentlich kaum noch Zeit, sage ich mal, für Videos. Okay, ich habe jetzt seit ungefähr 2 Wochen, ach ja, Nebenjob habe ich auch noch gemacht während der Zeit, wo ich das alles noch gemacht habe. Und genau, ich bin jetzt seit 2 Wochen, habe ich keinen Nebenjob mehr, weil ich gekündigt habe, weil mir es einfach auf den Sack ging, da von morgens bis abends wirklich weg zu sein. Du kamst aus der Schule um, weiß ich nicht, 2 Uhr kamst du aus der Schule und musstest um 4 Uhr wieder zum Nebenjob bis 8 Uhr abends. Und dann hast du wirklich ab 8 Uhr abends erst richtig Freizeit. Und das ist mir dann schon nach 10 Monaten auf den Sack gegangen. Ich habe wirklich 10 Monate den Nebenjob durchgehalten. Und jetzt, wo ich halt auch Führerschein, Motorrad, Auto mache und so weiter alles, habe ich halt nicht mehr so viel Zeit, da noch einen Nebenjob nebenbei zu machen. Ja, ich habe mir das Geld jetzt für den Führerschein zusammengespart. Mit dem Nebenjob, wirklich, ich habe 10 Monate lang das Geld auch wirklich gespart. Ich hab das bis heute lang nicht ausgegeben. Und genau, es steht 3-0. Gleich müsste der eine critten. Der eine Teammate. Und ich habe 8-0 nach 3 Runden. Ja, und ich sag mal so, ich zerstöre die quasi alleine in dem Spiel. Naja, auf jeden Fall, genau. Ich wollte jetzt mal wieder, ich hoffe, dass ich es auch mache und durchhalte, mal wieder ein paar mehr Videos machen. Ich möchte ein paar CWs wieder casten. Habe ich ja schon mal 2, 3 Stück gemacht. Ja, und falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr mal sehen wollt an einem Spiel und so weiter, ja, könnt ihr es mir ja gerne mal sagen. Und da habe ich ihn anscheinend links nicht gesehen. Das sehe ich jetzt gerade auch erst, dass er da links erkrankt ist. Und ja, da killt er mich. Da holen sie die erste Runde. Immerhin, ne? Ein Dreier-Team oder ein Vierer-Team sind sie. Na, auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder mehr Videos machen. So viel steht auf jeden Fall fest. Ich habe auch während der Zeit ein paar Videos aufgenommen. Wirklich, ich habe bestimmt 10, 15 Videos aufgenommen.
Aber ich habe sie einfach nicht auf YouTube hochgeladen, weil mir einfach die Zeit fehlte, das hochzuladen. Und zwar ist es ja auch so, wenn man das hochlädt auf YouTube, dann kann man ja nicht wirklich online spielen, weil es dann halt voll am Längen ist, die Leitung, weil die halt alles raushaut für den Upload, um das auf YouTube halt hochzuladen. Da kriegt unser Teammate. Jetzt spielen wir nur noch 3 gegen 4 und es steht erst 3-2-1. Es geht übrigens bis 6 in Liga. Und wer fragt, ich spiele eigentlich nur noch Liga mit dem Account. Oder allgemein, ich bin eigentlich auch nur noch mit dem Account richtig aktiv. Der Major Gear Account, ja, nicht mehr wirklich so. Ja, nicht mehr wirklich so aktiv bin ich damit. Und auf jeden Fall ist es jetzt eine 3 gegen 1 Situation sogar. Und ich glaube, die hole ich. Bin mir nicht sicher, lasst euch mal überraschen. Das war Number One. Und ich glaube, wenn ihr mal Lust habt, ich kann noch mal so, wir sind im Moment dabei, ein SOW, so ein kleines, ah ne, das verliere ich. Oder möchte ich zumindest so ein kleines GB-Liga-Team aufstellen. Und zwar, wo ich dann wirklich noch mit 4 Mann zusammenspiele, richtig Liga. Und ich kann ja mal so ein kleines Listen-In machen, oder ich kann noch mal allgemein so ein kleines Listen-In machen von so einem Spiel, wenn ich halt Public, also ganz normal Liga spiele mit irgendwelchen Leuten, also mit irgendwelchen Leuten, halt aus meiner Friendlist und so weiter. Kann ich ja auch mal machen. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie euch das gefallen würde. Und da sitze ich jetzt so ein bisschen in der Ecke und warte, dass ich meine Killstreaks einsetze. Aber bei Plaza ist das ja nicht wirklich so cool. Die Killstreaks, die bringen ja nicht wirklich was. Unser Sensor erfasst ihr Ziel. So. Auf jeden Fall setze ich jetzt einen Blitzschlag irgendwo hin. Ich glaube, ich mache da sogar einen Kill mit. Und genau, ich wollte auch mal vielleicht so ein kleines Listen-In von CWs machen. Dann wollte ich vielleicht noch, ja halt ganz normal Ligaspiel-Listen-In machen. Dann wollte ich, ich weiß nicht, ob das kommt, noch vielleicht von Borderlands noch vielleicht irgendwas machen, was ich denke ich mal nicht machen werde. Weil ich das Spiel einfach gar nicht mehr spiele. Ich habe das einfach nur bis zum Level-Cap da gespielt. Ich weiß nicht mehr, was das höchste Level da war. Ich glaube 62 oder sowas oder 64, keine Ahnung mehr richtig genau. Das auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Was spiele ich hier noch im Moment aktiv? Ja, ML3 spiele ich noch ein bisschen mit dem Clan. Was kann ich noch machen? Genau, ich baue im Moment bei Minecraft eine Challenge-Map. Oder ich bin schon ziemlich weit. Also ich sitze da bestimmt schon seit 1,5 Monaten dran. Und immer, wenn ich ein bisschen Lust habe, ja, logge ich mich da ein und baue da halt ein bisschen weiter dran. Ja, da könnte ich vielleicht auch mal ein Video von machen. Ansonsten fällt mir gerade nicht mehr so viel ein. Vielleicht, genau, Zombie-Modus auf jeden Fall noch, wenn die neue Map da kommt. Hier diese Mob of the Dead, hier Alcatraz. Da werden ich und Waschlappen wahrscheinlich wieder so, wie es sich jetzt im Moment rauskristallisiert, auf jeden Fall auch wieder Videos von machen. Und da holt unser Teammate quasi die Runde alleine. Der Hund macht direkt einen Triple Kill, sehr schön. Und ja, da gewinnen wir mal einmal eine Runde dank unseren Teammates. Wie viel steht's jetzt? Es steht 12-2 für mich. Ja, also gut dabei. Und angemerkt, wir spielen noch zu dritt. Ja. Genau. Was wollte ich noch ansprechen? Ich mache das jetzt eigentlich hier spontan. Weil mich ein Kollege gestern wieder drauf gebracht hat, mal wieder ein paar Videos zu machen. Was wollte ich noch ansprechen? Genau, ihr könnt mich gerne adden mit gefreiter Grill. Die Friendlist ist noch leer. Ich habe da vielleicht 30 Freunde jetzt gerade mal. Könnt ihr mich gerne adden, aber fragt mich bitte nicht und joint bitte nicht mehr nach in der Lobby, weil dann lösche ich euch direkt und blockiere euch. Weil das sieht man einfach nicht gerne, wenn man da mit dem Clan halt unterwegs ist, in einer Party dann mit, weiß ich nicht, 15 Mann oder so. Oder halt im CW und dann joint da halt irgendjemand nach und baut Scheiß oder sowas. Und ja, das ist nie gern gesehen, also mir niemals nachjoinen, es sei denn, ich lade euch ein. Ansonsten werdet ihr direkt blockiert. Ja, genau, ich spiele mit der Vector. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich spiele auf jeden Fall mit der Vector. Schafft es natürlich in Liga Pflicht. In PSL, CW ist es das natürlich verboten, schafft. Aber in Liga spielt man halt only schafft, weil das halt einfach ein riesen Vorteil ist. Und ich habe einfach keinen Bock zu verlieren, nur weil ich halt kein Schafft spiele. Genau, und da bringt sich der Kollege, glaube ich, um. Ja, und da bringt er sich um, weil er einfach
Angst hat vor mir, ja. Und ich glaube, die kritten dann gleich auch alle. Und das war's auch schon wieder. Genau, das war's auch schon wieder. Genau, einer ist von denen auch gekrittet, da krittet der zweite. Ja, das war's. 15 zu 2. Suchen und zerstören. Plaza, 4 gegen 4 Liga. Und genau, haut rein. Bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Und genau, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon sehen wollt. Oder vielleicht habt ihr ja neue Ideen. Dann schreibt das mal bitte auch in die Kommentare. Und genau, wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein.